Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video. Hier ist wieder euer Stürmi. Und ja, heute haben wir natürlich wieder den Ravensburger Adventskalender. Heute haben wir den 20. Dezember. Hier haben wir das 20. Türchen. Also heute ist wieder ein Puzzleball drin. Und jetzt kommen erstmal wieder die Kommentare, ich meine die neuesten Abonnenten. Und zwar haben wir hier Geronimo Strymi und der Freedom Squad Paluten GLP. Ja. Vielen Dank für euer Abo und viel Spaß auf meinem Kanal. Jo. Dann sag ich mal, wir fangen mal an. Wir machen jetzt das Türchen hier auf. Nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Freut ihr euch schon darauf? So, wen haben wir hier drin? Oh nein. Die Hertha aus Berlin. So, erstmal hier zur Seite. So. Dann öffnen wir die Tüte mal. So, wie gewohnt, vier Teile und dann Zeitraffer. Ich denke mal, im letzten, also das letzte Puzzle, den letzten Puzzleball werde ich komplett machen, also ohne Zeitraffer. Also am 22. Dezember. So, dann drehen wir mal alle um hier, alle Teile. Und natürlich auch so, dass ich die Zahlen alle sehe. So. Gut. Dann sage ich mal, wir starten mal. Hier haben wir schon mal die 2. Und hier haben wir die 1. Dann haben wir hier die 3. Und dann haben wir die Nummer 4. So. Vier Teilchen sind zusammen und jetzt kommt der Zeitraffer. So, wir hätten es geschafft. Puzzleball von der Hertha haben wir dann jetzt zusammen. Dann holen wir uns den Kalender wieder hierher. So. Die Hertha auf Platz Nummer 17 am 20. Spieltag. Alles klar. Ich glaube, das wird PAX United hier nicht gefallen. Platz Nummer 17. Oder hier Janis. Der Janis ist ja auch Hertha-Fan. Ja. So, morgen haben wir den 21. So, da könnt ihr mal schauen. Also noch zwei Puzzlebälle, also zwei Tage noch Puzzlebälle und dann keine Ahnung, was dann kommt. Also den letzten Puzzleball, den werde ich dann komplett machen, ohne Zeitraffer. Jo. Was ich noch sagen wollte, ihr braucht jetzt nicht immer zu deabonnieren und zu abonnieren, nur um hier gegrüßt zu werden. Das bringt nichts. Das sage ich euch jetzt mal. Und falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr alle schön einen Daumen nach oben geben. Und falls nicht, Daumen nach unten und in die Kommentare, warum. Und ja,
Falls du noch kein Abonnent von mir bist, also von meinem Kanal, und dir mein Kanal gefällt, kannst du den gerne kostenlos abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen und bis morgen. Ciao.